Nimmst du ein Omega-3-Öl wie dieses hier in ausreichender Menge jeden Tag und das 9 Monate vor deiner Geburt? Wahrscheinlich nicht. Schau dir dieses wichtige Interview an mit Dr. Med. Volker Schmiedl. Es wird dir die Augen öffnen. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt bei dem Interview mit dem Omega-3-Experten Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, Dr. Med. Volker Schmiedl. Und ich habe dieses Buch gelesen und war ganz begeistert. Und es bestätigt auch meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema, aber ich bin nicht der Experte, das ist der Herr Schmiedl. Und wir duzen uns ja, wir haben uns ja vorher schon gedacht, machen wir das am besten weiter, ja, dann wird es lockerer. Und erzähl doch mal was von dir, wo sitzt du eigentlich und was machst du so vom Beruf? Ja, mein Name ist Volker Schmiedl. Ich bin seit über 30 Jahren Arzt, war 20 Jahre lang Chefarzt in einer deutschen Klinik für Ganzheitsmedizin. Und vor 3,5 Jahren hat es mich dann in die Schweiz verschlagen. Ich arbeite hier in einer ganzheitlichen Praxis, nicht alleine, sondern wir sind 8 Ärzte, 14 Heilpraktiker, Ui. Machen da so eine integrative Medizin, wo man sehr gut zusammenarbeiten und auf den Darm achten, auf die Nährstoffe achten, ganz viele verschiedene Arten von Medizin aus der Naturkunde betreiben. Bar, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, weil das vielleicht viele nicht kennen, Bar ist eine kleine Stadt in der Zentralschweiz, liegt also so ziemlich genau in der Mitte zwischen Zürich und Luzern, an der Autobahn, an der Eisenbahnstrecke, verkehrstechnisch sehr günstig gelegen, so in der Nähe vom Zuger See. Also ich kann mit dem Fahrrad kann ich den Zuger See im Sommer sehr, sehr gut erreichen. Sehr, sehr schöne Gegend. Ja, Zug ist ja auch sehr bekannt. Da ist auch viel mit Kryptowährungen, glaube ich, ne? Irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt nicht so viel damit zu tun. Gut, auf jeden Fall. Wir haben uns ja kurz kennengelernt auf dem Kongress für menschliche Medizin vom Professor Spitz in Frankfurt. Und du hast da einen ganz interessanten Vortrag gehalten. Und da waren wirklich einige Punkte dabei, wo ich gesagt habe, wir müssen unbedingt ein Video für die Veganer machen und die Vegetarier, die hier zugucken, weil es doch sehr viele Falschinformationen im Internet gibt bezüglich Omega-3 und der Verfügbarkeit. Ich kann ja ganz kurz mal einleiten, dass ich selber mal ein Experiment gemacht habe zum Thema Omega-3, weil ich hatte mehrere Bücher gelesen, da stand drin, dass nicht alle Leute Omega-3 gut in DHA und EPA umwandeln können. Das war so mein Kenntnisstand, dass man halt lieber Algenöl supplementieren sollte als Veganer zur Sicherheit, ja. Und es ist aber noch ganz anders, darauf gehst du jetzt gleich noch ein. Ich hatte mal einen Test gemacht, dass ich gesagt habe, ich nehme mal so ganz viele Algenölkapseln und teilweise habe ich auch Öl auf den Löffel genommen, ja, und gedacht, ich gebe mal ordentlich was und habe dann einen Test gemacht, und da kam raus ein Omega-3-Index von 17,90%, ja. Und du hattest vorhin schon gesagt im Vorgespräch, das ist extrem hoch, ja. Um das abzuschließen, ich habe dann ein Jahr später schon monatelang kein Algenöl mehr genommen und dachte so, jetzt mache ich mal den anderen Test und habe wirklich einen Großteil meiner Kalorien über Fette aufgenommen, habe ganz viel Leinsamen gesehen. Ich habe 100 Gramm Leinsamen am Tag, Hanfsamen, Chiasamen, alles auch geschrotet, aufquellen lassen, beste Qualität. Und habe dann nach 2 Wochen auch einen Test gemacht und da kam raus, ich habe einen Omega-3-Index von 4,83. Und das ist nicht so hoch, wie ich gerne gehabt hätte. Kannst du mir erklären, was da passiert ist? Und ist es überhaupt möglich für Veganer, ohne Algenöl gute Omega-3-Werte hinzukriegen? Prima. Zunächst einmal würde ich dann gern für diejenigen, die in der Omega-Materie nicht so bewandert sind, überhaupt erklären, was dieser ominöse Omega-3-Index überhaupt ist. Der Omega-3-Index gibt die Menge an EPA und DHA im Verhältnis zu allen Fettsäuren an. Okay, was jetzt EPA und DHA? EPA und DHA sind zwei Omega-3-Fettsäuren, und zwar die sogenannten maritimen Omega-3-Fettsäuren, also die Fettsäuren, die in Fischen, Garnelen, Muscheln, Algen vorkommen. Und wir wissen heute, das sind die Fettsäuren, die wir brauchen. Das sind die, die die Funktion ausüben, die eine entzündungshemmende Wirkung machen, die unser mentales stützen, die für die Kognition, für die psychische Stabilität wichtig sind. Also alle wichtigen Omega-Wirkungen, von denen wir seit Jahren reden, gehen eben nicht von der ALA aus dem Leinöl aus, sondern die gehen ausschließlich von EPA und DHA aus. Das heißt, wir brauchen EPA und DHA. So, das erstmal zum Grundsätzlichen. Der zweite Punkt ist dann der, ja, was bedeutet jetzt 4,8%, was bedeutet 17,9%? Wir sagen so ganz vereinfacht, alles unter 4% ist grottenschlecht.
4-8% ist so, so ein mittlerer Bereich. Über 8% ist schon richtig gut. Es gibt Studien, da hat man gesehen, Menschen, die über 8% haben, erleiden weniger plötzlichen Herztod, Kammerflimmern, plötzliches Herzsterben. Und zwar viel weniger als die, die unter 4%, und zwar 90% weniger. Oder umgekehrt, die Werte unter 4% haben, sterben 10-mal häufiger einen plötzlichen Herzstopp. Oh. Also gefährlich, so schlecht versorgt zu sein. Der Durchschnitt in Deutschland liegt so etwa bei 5-6%. Das ist der Durchschnitt. Oder auch nicht gerade gut. Also alles über 8% ist gut. Über 10% wäre jetzt für einen Herzkranken noch besser. Und 19% ist so das Maximum. Über 19 kann man gar nicht hinauskommen. Man hat mal Untersuchungen an Delfinen gemacht. Also selbst Delfine, die haben nun nichts anderes als Fische essen, ja, die haben 19%. Also fettsäuretechnisch warst du ein Delfin gewesen mit dem Alkohol. Das hat prima funktioniert. So viel hättest du gar nicht nehmen müssen. Die Hälfte hätte vermutlich auch völlig ausgereicht. Aber was ich auch ganz toll finde, eben dieser Gegenversuch. Und ich will jetzt Leinöl und Hanföl und Leindotteröl und diese ganzen anderen Omega-3-Öle gar nicht schlecht machen. Nur wir sehen halt, sie reichen alleine nicht aus. Und die Begründung dafür, die habe ich in der Grafik. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und das zu erklären ist vielleicht besser, da mal so eine Grafik einzublenden. Da wird es einfach viel anschaulicher. So, und zwar, das gibt jetzt verschiedene Fettsäuren an und die Umwandlung ineinander. Und ich lese ja auch immer wieder auf vegetarischen oder veganen Internetseiten, dass es völlig ausreicht, wenn man 1 oder 2 Esslöffel Leinöl nimmt, weil die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl wird ja in EPA und DHA umgewandelt. Und das ist theoretisch auch richtig. Allein die Umwandlungsraten liegen bei maximal 10% zum EPA und maximal 0,5 zum DHA. Das heißt, was du in deinem Einzelfall bestätigt hast, wissen wir aus den Studien schon lange. Es reicht nicht aus, alleine Leinöl zu nehmen. Ich empfehle es trotzdem zusätzlich. Das macht trotzdem zusätzlichen Sinn, weil wir haben auf der anderen Seite die Linolsäure. Die Linolsäure ist die Omega-6-Fettsäure aus Sonnenblumenöl, Distelöl und so weiter. Und die wird umgewandelt in die Arachidonsäure. Das ist eigentlich die tierische Fettsäure. Mhm. Das heißt, wir können uns aus Pflanzenölen unsere eigenen tierischen Fette bilden. Und die Leinölfettsäure konkurriert nun mit der Linolsäure um die Umwandlung. Das heißt, wenn wir Leinöl zu uns nehmen, haben wir zwar nicht sehr viel mehr EPA, aber wir haben ein bisschen weniger Arachidonsäure. Und das ist durchaus auch günstig. Okay. Und ich hatte mal so die ersten Veganer, die ich untersucht habe. Da habe ich furchtbare Erlebnisse gehabt, weil da hatte ich meine Veganerin, die hatte einen Wert von 13% Arachidonsäure. Also normal ist ein Wert von 8-9%. Und wenn jetzt jemand sehr viel Fleisch isst, dann hat er vielleicht auch mal 11-12%. Und da habe ich zu dieser Veganerin gesagt, also bitteschön, Sie müssen mal weniger Fleisch essen. Da bin ich natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Fettnäpfchen getreten, weil die gesagt hat, was ist denn das für ein blöder Test? Ja, ich nehme doch seit 4 Jahren überhaupt keine tierischen Produkte zu mir. Und dann ist es mir erst langsam aufgegangen. Ja, sie hat ja sehr hohe Linolsäurewerte, weil von irgendwas muss sie ja leben. Sie hat viel Pflanzenöle genommen. Das heißt, sie hat ihre eigenen tierischen Fette gebildet. Und ich sage heute so ein bisschen spöttisch, und ich habe das nicht nur einmal erlebt, sondern bei vielen meiner Veganern, fettsäuretechnisch sind die Veganer die größten Fleischfresser, weil die haben die schlechtesten Arachidonsäurewerte. Darum brauchen die eben auch Omega-3. Und ALA allein reicht nicht aus. Selbst wenn die 1 oder 2 Esslöffel ALA nehmen, habe ich hier zwar hohe Werte gefunden, aber EPA, wie du das auch bestätigst, ist eben auch schlecht. Das heißt, ich rate dann heute den Veganern oder auch den Vegetariern oder auch den fleischessenden Rheumatikern, die jetzt aber nicht gern Fische essen wollen, dann rate ich dazu, bitte dann nehmt doch das Algenöl. Das ist heute die Alternative, die wir zur Verfügung haben. Und bitte, Leinöl darf noch dazugenommen werden. Das ist überhaupt nicht verkehrt, aber bitte nicht Leinöl oder Chiasamen alleine, sondern zusammen mit einem guten Algenöl. Das macht Sinn. Genau, sehe ich auch so. Jetzt frage ich halt auch nochmal bezüglich Fisch. Woher kriegen die Fische denn ihre Omega-3-Fettsäuren? Die müssen die ja auch aus irgendwas holen. Ich nehme mal an, die kommen aus Algen. Oder ja, genau. Also das Fischöl, was wir nehmen, ist eigentlich auch Algenöl, halt nur über den Umweg der Fische. Ganz genau, so ist das.
Genau, also deswegen, die Veganer wollen ja immer nicht den Umweg über die Tiere nehmen, sondern dann deswegen, wir nehmen dann halt lieber ein Algenöl direkt, genauso wie wir das B12 nicht den Tieren geben, um sie dann zu essen, sondern wir nehmen es halt dann so. Ne? Das ist irgendwie, ich finde es aber ganz wichtig, da aufzuklären. Ja. Das Buch von Dr. Med. Volker Schmiedl habe ich unten verlinkt in der Infobox und in den Kommentaren. Und dieses wirklich sehr, sehr gute Algenöl mit viel DPA und EPA mit Zitronengeschmack, sehr, sehr lecker, habe ich auch unten verlinkt, brandneu jetzt zu bekommen, einfach unter diesem Video schauen und bis bald.